Dies ist ein kleiner Teil der Geschichte des Hambacher Forstes und des Widerstandes gegen den Braunkohleabbau im Rheinland. Bevor ich dazu kam, wurde der Wald bereits einmal besetzt und wieder geräumt. Klimacamps und Aktionen gegen den Energiekonzern RWE fanden statt und auch gegen seine Kollaborateure, Polizei, Gerichte, Politik. Auch während ich dabei bin, passieren Dinge an anderen Orten und unter anderen Freundeskreisen, Verbündeten, Organisationen und Banden. Diese Geschichte ist weder vollständig noch neutral. Sie ist mittendrin. Sieben Monate wurde der Hambacher Forst besetzt gehalten, bevor er geräumt wurde. Menschen hatten sich auf Bäumen, in Hütten und unter der Erde verschanzt, kletterten durchs Geäst, ketteten sich an Bäumen oder Betonklötze, hingen an meterhohen Dreibeinstativen und verschanzten sich sogar in einem verzweigten Tunnelsystem 6 Meter unter der Erde. Mit knappen 5 Tagen war es die bisher längste Räumung im deutschsprachigen Raum. Und die Aktivistinnen dachten nicht ans Aufgeben. Innerhalb weniger Tage wurde ein dauerhaftes Protestcamp auf einer angrenzenden Wiese errichtet. Ein Ort zum Überwintern für die BesetzerInnen. Neuer Anlaufpunkt für Widerständische gegen die Braunkohle, um Kräfte zu sammeln und sich zu organisieren. Eine Basis für öffentliche und heimliche Aktionen und um neue Pläne zu schmieden. Als ich das erste Mal in den Wald kam, dachte ich noch, ich wäre zu Besuch. Rückblickend muss ich jedoch feststellen, dass ich seitdem den Wald mental nicht mehr verlassen habe, wenn ich auch physisch nicht immer anwesend war. Ich kam aus der Stadt, aus der zynischen Stimmung, dass allein Partys und Volksküchen die Welt retten könnten. Alles drehte sich in rasender Geschwindigkeit und ich wusste noch nicht einmal, warum. Im Wald erinnerten mich die raschelnden Blätter plötzlich wieder daran, was Musik ist. Und das Treiben der Ameisen verspottete jede Performancekunst, die ich in den letzten Monaten sehen durfte. Ich war plötzlich in einer Gemeinschaft, deren Erhalt und Organisation für mich einen offensichtlichen Sinn hatte. Nicht etwa, weil alle ein Ziel hätten, nein. Die große Gemeinsamkeit bestand darin, dass sich alle für denselben Ausgangspunkt ihres Kampfes entschieden hatten. Trotzdem wird Mensch hier immer wieder erinnert, dass dieser Ausgangspunkt, die Braunkohle, nur ein Teil des riesigen Unterdrückungsgeflechts darstellt. Unser gesamter Alltag, die Befriedigung unserer grundlegenden Bedürfnisse, was wir essen, ob wir es kaufen, klauen oder aus dem Müll holen, wie wir mit dem Wald und der Natur um uns herum umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, in Konflikten und in Zuneigung, all das steckt voller Widersprüche, die hier offen zutage treten, während sie oft anderswo in der industrialisierten Welt und vor allem in Städten unsichtbar oder abstrakt bleiben, so dass wir leicht übersehen, auf welcher Gewalt unsere Existenz beruht. Ich glaube, es war mehr so das Bedürfnis, überhaupt mal was zu machen gegen Umweltzerstörung. Und davor habe ich halt auch in der Stadt gewohnt, lange. Und wenn man in der Stadt lebt, ist es häufig so, der Strom kommt aus der Steckdose, das Essen kommt aus dem Supermarkt und man ist gar nicht mehr in Verbindung mit den Lebensgrundlagen eigentlich, die man so zum Leben braucht. Und deswegen war es halt für mich sehr attraktiv, der Gedanke mal in den Wald zu ziehen. Und halt gerade auch hier, wo quasi Natur, relativ wilde Natur noch im Wald und krasse Naturausbeutung so direkt nebeneinander sind. Sich das mal dauerhaft bewusst zu machen und das jeden Tag so mitzukriegen, hier
passiert, hier wird der Wald kaputt gemacht. Das war mal so ein riesiger Wald. Die ganzen Tiere, die sterben. Dann die Menschen, die kommen und einem erzählen, dass sie ihr Haus verlassen mussten, dass alte Menschen sterben bei der Umsiedlung und die ganzen negativen Auswirkungen mal richtig mitzukriegen. Und dann löst das natürlich den Wunsch aus, was dagegen zu machen. Und ich glaube, für mich war es dann so, dass ich einfach unbedingt etwas machen wollte. Und eher mit dann einer Weile hier verbringen und im Wald leben und mit den ganzen Menschen reden, dass dann quasi die Frage kommt, wie kann ich möglichst effektiv Widerstand leisten. Der direkte Kampf gegen ein kapitalistisches System. In der Stadt ist es halt immer ein bisschen schwierig. Direkte Aktionen sind zwar auch möglich, aber es sind einfach viel zu viele Menschen auf einem Haufen und die meisten sind viel zu sehr in ihrem Tunnelblick. Und hier ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Da gibt es halt ein paar, die wissen ganz genau, dass sie direkt betroffen sind. Und die gilt es halt in erster Linie zu motivieren, auch aktiv zu werden. Das finde ich halt auch so einen wichtigen gesellschaftlichen Schritt, dass die Leute wieder lernen, ihre Stimme selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst zu ermächtigen und nicht einfach mit sich machen zu lassen und zu sagen, ja, ist halt Recht und Ordnung, sondern auch wahrzunehmen, ja, es gibt Gesetze, die sind nicht für unser Leben, sondern nur für die Großkonzerne oder für dieses kapitalistische System, um es zu erhalten. Es gibt zahlreiche Gründe, den Abbau und die Verstromung von Braunkohle zu bekämpfen. Braunkohle ist eine der dreckigsten, klimaschädlichsten Arten der Energiegewinnung. Der größte Teil des Stroms geht noch nicht einmal an die Haushalte, sondern in die rheinische Industrie. Ein beträchtlicher Teil davon ist die Waffenproduktion. Es werden hunderte Meter tiefe Krater in die Erde gerissen, die Dörfer und Wälder verschlucken. Dass nichtmenschliche Tiere und Bäume dabei nicht um Einverständnis gebeten werden, sondern einfach vernichtet, dürfte niemanden überraschen. Dass aber die Menschen aus den Dörfern vertrieben werden durch ein Gesetz, welches bereits den Nazis die Enteignung von Land ermöglichte, scheint die Profiteure der Braunkohle auch nicht zu stören. Der größte der drei aktiven Tagebaue im Rheinland ist der Hambacher Tagebau bei Köln. Er ist bereits größer als die Kölner Innenstadt und dabei den letzten Rest des uralten Hambacher Forstes zu verschlingen. Also wenn ich durch die Landschaft gehe, es ist halt einfach ein heftiges Gefühl. Und immer noch, wenn ich mir vergegenwärtige, finde ich es immer noch einfach eine krasse Sache, dass diese ganze Landschaft hier weg sein soll. Diese ganze Landschaft, dieser Boden, auf dem ich stehe, wird mal Loch sein, wird mal hunderte Meter tiefes Loch sein. Und also am Anfang von der alten Waldbesetzung, da habe ich auch jeden Tag den... Also ich habe mir am Anfang wirklich Mühe gegeben, jeden Tag den Spaziergang zu machen, den ich da war. Jeden Tag irgendwann zum Loch gehen und mir wirklich vergegenwärtigen, warum bin ich hier? Was soll das und was ist hier eigentlich los? Und ich fand es einfach immer so krass, weil das ist so ein wunderschöner Wald. Und also so ein uralter Wald und so ein auch nicht kaputt gewirtschafteter Wald, wo man halt wirklich das Leben spürt. Ich habe schon immer einen starken emotionalen Bezug dazu gehabt, so das, ja, blühendes Leben um mich rum, das macht mich so glücklich und gleichzeitig das Gefühl, das wird alles weggebaggert. Dann haben wir hier den Bürgersteig vor uns, der ist hier so ein bisschen verdreckt. Hier ist der Eingangsbereich vom Haus gewesen und hier rüber ist dann schon das Ende der Straße und der Anfang des Tagebaus. Also hier ist es sehr komprimiert. Der Ort muss irgendwann komplett geräumt sein.
Und der Zeitraum ist sehr begrenzt. Von Anfang bis Ende hat man genau 10 Jahre. So. Und das ist, dann ist der Umsiedlungsstatus, wenn der kommt, von da an 10 Jahre muss die Bude geputzt sein. Und das ist im Prinzip das, was ich euch versuche rüberzubringen. Dass alles dieses der Braunkohle zum Opfer fällt. Wir können nur noch in unseren Träumen zurück in den Ort. Es gibt Nächte, da träume ich von dem Ort, wo ich denn groß geworden bin. Das ist aber auch der einzigste Weg, in diesen Ort zurückzukommen. Den anderen gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Strauch, keinen Baum, kein nichts mehr. Es ist komplett weg. Als ich den Krater zum ersten Mal sah, überkam mich eine unglaubliche Leere. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, vor diesem Ausmaß der kompletten Vernichtung zu stehen. Die Person neben mir hatte schon viele Leute hierhin geführt. Trotzdem trieb die gleichgültige, zynische Bemerkung eines Passanten ihr die Tränen der Wut in die Augen. Sie war selbst in einem Dorf aufgewachsen, welches auf RWEs Abschussliste steht. In mir stieg ein brodelndes Gemisch von Gefühlen auf.